Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Automation Empire hier bei mir, beim Opa Gamer auf meinem Kanal. Schön, dass ihr reinguckt. Es geht weiter, ja. So, ich habe hier neu aufgebaut und stelle jetzt eben fest, dass ich hier zu wenig Kohle anbringe. Mal hier eben die Auslaufzone etwas erweitern. Da kommt ein leerer Zug. Um. Hier nichts passiert, ne? Hier ist aber jede Menge Kohle drin, deshalb brauchen wir hier mal 4. Zwei dabei, wenn das jetzt läuft. Sieht's hier aus? Naja, immerhin etwas Gewinn. Hier müssen wir etwas verlängern. Kann der nicht vollständig abladen, ne? Oh, das wird noch nicht reichen. So. Genau. Gut, was können wir hier noch skillen? Nix mehr eigentlich. Die Geschwindigkeit, okay, ja. Machen wir dann mal. Der Waggons. Machen wir auch schon mal. Da haben wir hier zumindest alles auf dem höchsten Punkt. Aber deshalb sollten wir trotzdem alles schon Goldtreibstoff. Was machen wir hier? Das ist, glaube ich, das, ne? Genau, dann werden wir hier ein wenig abzweigen und das erforschen. Dafür brauchen wir das. Und das. Oder? Geht ja gar nicht anders. Jetzt kriege ich das Zeug ja nicht heraus, ne?
Was ist jetzt günstiger, die Drohnen oder... Ach, ich bin verwirrt. Alles gut. So, machen wir es natürlich so. Dann... Kurzer Weg. Aber irgendwo Strom. Ja, Strom kriegen wir schon. Okay. Und ich das Ding. Hier wird es wohl eng werden. Hier auch, aber da kann man noch helfen. Wo würde es denn hier? Genau, so, wir brauchen Strom. Hier haben wir Strom. So, läuft schon mal. Den machen wir erstmal wieder weg. So, da kann das laufen. Wir könnten eventuell, da wir hier relativ viel produzieren, ein drittes dazu bauen. Damit es schneller geht. Okay, so, soweit denke ich erstmal gut. Könnten wir noch zwei dabei tun? Noch zu wenig, was hier kommt, ne? Der kriegt kaum noch was. Okay.
um das Ganze noch etwas zu beschleunigen, würde ich sagen, hier einfach noch Gold hin. Das können die Drohnen dann noch arbeiten. Die wir aber zuerst noch schaffen müssen. Tut nichts, warum nicht? Ach ja, natürlich. So, dann eben so, ne? Bringt immerhin ein wenig. Ich behaupte. So, das jetzt gut läuft, gucken wir hier noch eine kleine Straße hinbekommen. Oder erweitern die hier. Mal gucken, ob das hier ginge. Enger geht es ja auch nicht mehr, ne? Wirklich.
So, ein bisschen rumspinnen. Okay. Kommt zu wenig jetzt, ne? Das. Jo. So, also mal sehen, ob das hier nicht läuft.
bleibt das ja schon besser, ne? Offensichtlich brauchen diese Clownbahnen, ziehen mir doch ganz schön was weg an Geld, aber ich weiß nicht, wie viel. Drohnen sind tatsächlich die günstigere Alternative, ne? So, jetzt muss ich natürlich hier aufpassen, dass wir das hier nicht... aber da ist genug. So, mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall, den Zug freizuschalten. Und den Verbinder. Verbinder wäre auch schon gut. Ja, Zug könnten wir theoretisch schon, wenn wir noch mehr produzieren. Also brauchen wir noch mehr Produktion. So, hier kommt ja mehr als genug an. Dann machen wir hier noch was. Wieder was testen. Hatte ich glaube ich schon mal. Ne, macht er nicht, ne? Aber was auf jeden Fall gehen sollte, ist das. Quatschen wir hier noch einen dabei. Auch jetzt Tonnen. Sieht jetzt zumindest schon mal deutlich besser aus, als es war. So, hier ist eher schwach. Die Idee hier ist gut, aber doch nicht, ne? Weil hier kommt einfach nichts an. Weil hier möglicherweise zu wenig produziert, obwohl ich dachte, ich würde zu viel produzieren. Das hier ist eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht. Und naja, zumindest haben wir jetzt hier wieder Bewegung. Wir bekommen auch wieder Forschungspunkte. So, hier kommen jede Menge Kisten. Ja, siehst du, die sind auch schon wieder am stagnieren. Wäre es zu überlegen, dass der hier... Hier sind so viele. Da würde ich ja fast behaupten, wir machen hier... Verbindung dahin, hier auch. Dann können wir es hier etwas variieren. Zwar so, aber es soll natürlich nicht alle hier rüber schieben, sondern immer nur, sagen wir mal so, damit es wir dürfen hier nicht auf die über der Reichen der Brüchte sein. Ja. Da muss man nämlich aufpassen. Wenn der Wert zu hoch geht, dann hören die auf. Wie hier zum Beispiel. Und der hier, der macht jetzt auch nichts mehr, weil hier alles vollgelaufen ist. Das heißt, ich könnte dem auch sagen, jede
nur eine Kiste überspringen. Wenn es hier läuft, macht er auch nichts. Ist ja okay, glaube ich. So. Ja, Hauptsache die Bahnen haben wieder hier genug zu tun und können hier versorgen. Aber jetzt läuft's doch. Ja, läuft sogar sehr gut. So, mit dieser Grundlage können wir doch weiterbauen, weiterarbeiten. Hier läuft nichts leer, das heißt, unser Lager funktioniert. Also mit den Drohnen, muss ich sagen. Sehr gut. Okay, wenn das so weiterläuft, können wir auch wieder weiterarbeiten. Können wir das Ganze nochmal vergrößern. Aber mit dem bisschen hier verkaufen wir mal so viel. Also so langsam blicke ich hier wohl dahinter. Ja. Die habe ich ja jetzt noch zu klein gebaut, ne? Dies, weil ich Probleme habe jetzt irgendwann hier was rauszunehmen. Ne? Das habe ich noch nicht so ganz durchdacht. Aber das können wir ja hier, die Zubringer können wir jederzeit ändern. Wir können das hier so machen, dass er nur, werde ich mir Gedanken machen, dass das hier immer nur so gerade so wegnimmt, dann kann ich noch weitere Fabriken bauen und das hier Zentrallager hier nutzen. Ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen mit diesem Lager. Und wir haben ja noch genug. Und wenn das hier jetzt, kann jetzt so laufen, das wirft ja Gewinn ab, ne? So, was brauchen wir noch an Tonnen? 3, 4, so, Einnahmen, Ausgaben, jawohl. Gut, damit bedanke ich mich fürs Zugucken. Wünsche euch eine gute Zeit, bleibt oder werdet gesund, euer Opa Gamer. Ciao, ciao.